die S5 der S-Bahn Rhein-Main. Eine der kürzesten und vielleicht auch unscheinbareren Linien im Netz, aber gleichzeitig eine der wichtigsten Linien im Rhein-Main-Gebiet. Sie verbindet Frankfurt am Main mit Oberursel, Bad Homburg und Friedrichsdorf, wobei bis Bad Homburg größtenteils viertelstündig gefahren wird. In dieser Dokumentation schauen wir uns die sogenannte Homburger Bahn, auf der die S5 verkehrt, genauer an und betrachten dabei unter anderem die geschichtliche Entwicklung, das heutige Fahrplankonzept und die Fahrzeugeinsätze. Viel Spaß! Die Stadt Homburg am Rand des Taunus bemühte sich bereits sehr früh um einen Bahnanschluss. Trotzdem scheiterten alle Pläne und Initiativen immer wieder. Hauptgrund hierfür war die Kleinstaaterei, dank der die Strecke durch 4 Länder führen musste. Als dann 1859 endlich mit dem Bau begonnen und am 10. September 1860 der Betrieb aufgenommen wurde, erhielt die Strecke im Volksmund den Beinamen Sechs-Länderbahn. Auch die konsequente Trennung der Betreiber der einzelnen Bahngesellschaften stand der Strecke im Wege, die deshalb nicht wie geplant durch den Frankfurter Stadtteil Bockenheim, sondern geradewegs über das Rebstockgelände zu den damaligen Frankfurter Westbahnhöfen errichtet wurde. All diese Probleme lösten sich jedoch dann im Zuge der Reichsgründung 1871 und der Verstaatlichung der Strecke 1880. Daher wurde die Strecke dann ab 1884 in Bockenheim, heute Frankfurt West, mit der Main-Weser-Bahn verknüpft und damit in den neuen 1888 eröffneten Hauptbahnhof eingeführt. Zudem zweigte ab 1873 in Rödelheim die Kronberger Bahn nach Kronberg ab. Ab 1895 bestand in Bad Homburg ein Übergang zur Usinger Bahn über Friedrichsdorf in den Hochtaunus, wobei zunächst kein gemeinsamer Bahnhof bestand. Von der Usinger Bahn zweigte wiederum ab 1901 noch eine Nebenstrecke nach Friedberg ab. 1905 wurde in Frankfurt eine Verbindungskurve über das Rebstockgelände wieder neu errichtet, allerdings mit anderem Verlauf und Zweck. Sie diente vor allem dazu, dass Güter sowie der damalige Bäder-Sonderzug Wiesbaden-Bad Nauheim direkt weiter in Richtung Höchst fahren konnten. Außerdem konnte so der Frankfurter Güterbahnhof auch von der anderen Seite angefahren werden, sowie eine Alternativstrecke zum Hauptbahnhof das Netz ergänzen. 1907 erfolgte dann in Bad Homburg die Verknüpfung der einzelnen Strecken, wodurch sich die Streckenaufteilungen ein wenig verschoben und die Homburger Bahn seitdem als durchgehende Strecke Frankfurt-Friedberg im Kursbuch erschien, während der Beginn der Usinger Bahn nach Friedrichsdorf zurückgezogen wurde. Mit ihr wollen wir uns in diesem Video auch nicht weiter beschäftigen. Mehr könnt ihr in einer extra Dokumentation über das Taunusbahnnetz erfahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg entzweite sich dann auch der Frankfurter Streckenteil von jenem nach Friedberg. Während zwischen Frankfurt und Friedrichsdorf ab 1954 ein halbstündiger Nahverkehr mit festem Takt eingeführt wurde, wurde der Abschnitt Friedrichsdorf-Friedberg seit dem Zweiten Weltkrieg als Nebenbahn betrieben und hat heute nichts mehr mit der Homburger Bahn zu tun, weshalb wir auch diese nicht mehr weiter betrachten wollen. Im Jahr 1970 wurde die Strecke Frankfurt-Friedrichsdorf dann elektrifiziert und die Dampfzüge so zunächst durch 141er mit Silberlingen und dann 1977 durch Elektrotriebwagen der Baureihe 420 ersetzt. Die Strecke ist seit deren Anfängen 1978 Teil der S-Bahn Rhein-Main und wird seitdem von der S5 befahren, die von Friedrichsdorf aus zunächst bis Frankfurt Hauptwache, ab 1983 bis Frankfurt Konstablerwache, von 1990 bis 1997 bis Frankfurt Stresemannallee und seitdem bis Frankfurt Süd verkehrt. Im Rahmen des S-Bahn-Ausbaus entstanden zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt West zusätzliche S-Bahn-Gleise, die als Teil der Homburger Bahn gewertet werden, die damit nun im Frankfurter Hauptbahnhof und nicht mehr wie zuvor in Frankfurt West startet. Auf der S5 verkehrten bis 2006 die angesprochenen 420er, seitdem modernere 423-Triebwagen.
Die Verbindungskurve nach Höchst ist seit 1963 stillgelegt. Jene in Frankfurt existiert bis heute und kann als alternativer Fahrweg zum Hauptbahnhof genutzt werden. Heute verkehrt auf der Strecke selbstverständlich immer noch die S5. Hinzu kommen auf Teilabschnitten die S3, 4 und 6 sowie die RB15, die im Berufsverkehr sogar die gesamte Strecke befährt. Die S5 der S-Bahn Rhein-Main verkehrt zwischen Friedrichsdorf und Frankfurt Süd größtenteils halbstündig, zwischen Bad Homburg und Frankfurt Süd sogar größtenteils viertelstündig. Von Montag bis Freitag startet der erste Zug in Friedrichsdorf um 3.38 Uhr und in Frankfurt Süd um 4.43 Uhr. Eine halbe Stunde zuvor gibt es bereits einen Zug um 4.22 Uhr am Frankfurt Hauptbahnhof. Bis zum letzten Zug 0.38 Uhr ab Friedrichsdorf bzw. 1.13 Uhr ab Frankfurt Süd wird dann lückenlos halbstündig gefahren. Von 6 bis 20 Uhr wird dabei zwischen Bad Homburg und Friedrichsdorf zum Viertelstundentakt verdichtet. In der Nacht von Freitag auf Samstag verkehren nach dem sonst letzten Zug stündlich die S5er weiter, bis dann samstags ab ca. 4 Uhr wieder in beide Richtungen der Halbstundentakt aufgenommen wird. Der Viertelstundentakt startet samstags erst um 11 Uhr und endet bereits um 18 Uhr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird dann wie in der Nacht zuvor ein stündlicher Nachtverkehr aufrechterhalten, wobei sonntagmorgens erst um 7 Uhr der Verkehr im Halbstundentakt aufgenommen wird und den ganzen Tag über keine Viertelstundentaktsverdichter fahren. Alle Leistungen werden mit Elektrotriebwagen der Baureihe 423 erbracht, die um die Jahrtausendwende gebaut wurden und als einzelne 70 Meter lange Einheit 176 zweite und 16 erste Klasse Sitzplätze bieten. Sie präsentieren sich seit einem Redesign zwischen 2014 und 2015 in einem der Baureihe 430 ähnlichen Innenraumdesign und bieten neben einem für S-Bahn-Triebwagen typischen stufenlosen Innenraum mit etlichen Türen an den jeweils letzten Türen einen Mehrzweckbereich. Außerdem sind sie mit Infomonitoren und kostenfreiem WLAN ausgestattet. Eine Toilette gibt es wie in den meisten S-Bahn-Triebwagen nicht. Auf der S5 wird außer nachts und sonntagmorgens immer mindestens in Doppeltraktion als sogenannter Vollzug gefahren. In den Hauptverkehrszeiten werden die Langläufer nach Friedrichsdorf sogar zu Dreifachtraktion, sogenannten Langzügen, verstärkt, wodurch pro Stunde dann knapp 2000 Sitzplätze auf der Strecke angeboten werden. In der Spitze bringen es die Fahrzeuge auf 140 km/h, wobei auf der S5 nur 120 km/h ausgefahren werden können. In Bad Homburg startet die RB15 nach Brandoberndorf. Sie verkehrt wochentags- und uhrzeitabhängig im Stunden-, Halbstunden- oder sogar Viertelstundentakt. Zu den Zeiten, zu denen die RB15 halbstündig und die S5 zwischen Bad Homburg und Frankfurt viertelstündig fährt, wird der Anschluss beider Linien in Bad Homburg immer so hergestellt, dass zwischen Bad Homburg und Friedrichsdorf ebenfalls ein grober Viertelstundentakt herrscht. Dann halten die RB15er auch immer in Säulberg. Wenn Sie allerdings in Bad Homburg Anschluss an eine S5 von oder nach Friedrichsdorf haben und der Abschnitt Bad Homburg-Friedrichsdorf so von zwei Zügen unmittelbar hintereinander befahren wird, halten Sie dort nicht. Von Montag bis Freitag fahren zudem die RB15er 9-mal täglich, jeweils in den Hauptverkehrszeiten, weiter nach Frankfurt und halten unterwegs in Oberursel und Rödelheim. Sie sind so im Fahrplan eingearbeitet, dass sie häufig kurz hinter den S5-Zügen verkehren oder durch Fahrplanpuffer so gestreckt werden, dass sie für Pendler südlich von Friedrichsdorf unattraktiv werden. Damit diese stattdessen die kapazitätsreichere S5 nutzen und die RB15 nur als umsteigefreie und damit entspanntere Verbindung für Reisende aus dem Hochtaunus fungiert. Zwischen Rödelheim und Frankfurt Hauptbahnhof nutzen die Züge in der Regel die Verbindungskurve über das Rebstockgelände. In Frankfurt sind sie dann meist umsteigefrei auf die RB12 nach Königstein durchgebunden. Zum Einsatz kommen nämlich VT2E, wo bis zu 3 VT2E oder 2 Blinds planmäßig zu beobachten sind. Mehr über die RB15 erfahrt ihr wie angesprochen in einer extra Dokumentation, die in der Videobeschreibung verlinkt ist.
Außerdem wird die Homburger Bahn bis Frankfurt-Rödelheim noch von den Linien S3 Darmstadt Hauptbahnhof Bad Soden und S4 Langen-Kronberg genutzt und dieses Frankfurt West auch von der S6 Frankfurt-Süd-Friedberg. S3 und 4 verkehren in der Regel im 30-Minuten-Takt und ergänzen sich zum gemeinsamen 15-Minuten-Takt. Die S6 verkehrt ebenfalls alle 30 Minuten, wird jedoch von Montag bis Freitag bis Großkarben zum Viertelstundentakt verdichtet. Zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt West ergibt sich so, insofern S5 und S6 mit Verdichtertakten fahren, ein 5-Minuten-Takt. Auch auf S3, 4 und 6 verkehren die von der S5 bekannten 423er Triebwagen. Güterverkehr oder dergleichen findet auf der Homburger Bahn planmäßig nicht statt. Damit kommen wir jetzt zur Betrachtung des Streckenverlaufs, den wir uns aus der Perspektive eines S5-Fahrgastes anschauen. Wir starten am Frankfurt Hauptbahnhof, an dem 3 Etagen unter der Erde unsere S-Bahn auf Gleis 104 einfährt. Sie ist seit ihrem Startbahnhof bereits 10 Minuten unterwegs. Die 5 Kilometer lange Strecke seit Frankfurt Süd führt ausschließlich durch den Frankfurter Citytunnel, über den ihr eine extra Dokumentation mehr erfahren könnt. Frankfurt am Main ist mit 764.000 Einwohnern die größte Stadt Hessens und die 5. größte Deutschlands. Bekannt ist Frankfurt vor allem für die markante Skyline und seine zahlreichen Banksitze. Doch auch die verkehrstechnische Bedeutung erbringt Frankfurt eine hohe Stelle, unter anderem in Form des viertstärkst frequentierten Flughafens Europas. Auch im Bahnverkehr stellt Frankfurt einen wichtigen Knoten dar. Am Hauptbahnhof mit seinen 25 Ober- und 4 unterirdischen Bahnsteiggleisen fahren stündlich Fernzüge nach Hamburg, Berlin, Leipzig, München, Stuttgart und Basel sowie meist mehrmals pro Stunde nach Köln und ins Ruhrgebiet. Alle 2 Stunden gelangt man zudem nach Dresden sowie im internationalen Verkehr nach Paris, Brüssel, Amsterdam, Zürich, Wien und Salzburg. Hinzu kommen Einzelleistungen unter anderem nach Westerland auf Sylt, Binz auf Rügen, Klagenfurt, Graz, Zagreb, Budapest, Chur, Interlaken, Mailand und Marseille. Mit Regionalexpresszügen gelangt man stündlich nach Fulda, Gießen, Würzburg, Mannheim über Darmstadt und Mannheim über Riedstadt sowie 2-stündig nach Mannheim über Worms, Koblenz, Saarbrücken, Siegen, Kassel, Bamberg und Großumstadt Wiebelsbach sowie im Berufsverkehr auch nach Bad Hersfeld, Limburg, Eltville und Erbach. Regionalbahn binden stündlich Limburg, Dillenburg, Stadt Allendorf, Glauburg, Stockheim, Wächtersbach, Laufach und Heidelberg sowie alle 2 Stunden Erbach und alle halben Stunden Königstein an. Im Berufsverkehr verkehren zudem Regionalbahnen nach Wiesloch-Walldorf, Nidda, Brand-Oberndorf und Altsein. Auf dem Bahnhofsvorplatz fahren 6 Straßenbahnen und 2 Etagen unter der Erde 2 U-Bahn-Linien ab. 3 Etagen unter der Erde liegen die 4 S-Bahn-Bahnsteige 101 bis 104. Hier fahren bis auf die S7 sowie einzelne Verstärker der S1 und 8 alle Linien der S-Bahn Rhein-Main ab, die mindestens halbstündig nach Hanau, Rödermark, Dietzenbach, Darmstadt, Riedstadt, Bad Soden, Kronberg, Friedrichsdorf, Niedernhausen, Wiesbaden über Hochheim, Wiesbaden über Rüsselsheim und Wiesbaden über Rüsselsheim und Mainz verkehren. Auch unsere S5 hält selbstverständlich hier und ist statt auswärts immer auf Gleis 104, statt einwärts auf Gleis 101 anzutreffen. Mehr über den Zugverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof könnt ihr in einer ausführlichen Dokumentation erfahren, die ihr selbstverständlich ebenfalls in der Videobeschreibung finden könnt. Zu den Minuten 24 und 54 sowie meist auch 9 und 39 fahren wir hier jetzt ab. Nach wenigen 100 Metern geht es im Gleisvorfeld des Frankfurter Hauptbahnhofs ans Tageslicht. Wobei wir direkt noch weiter hochfahren, um per Überwerfungsbauwerk in Richtung Norden abzuzweigen. Wir erhaschen daher nur einen kurzen Blick auf die weitläufigen Anlagen rund um den Hauptbahnhof.
Nach dem Abzweig befinden wir uns parallel zur Main-Weser-Bahn, die über Gießen nach Kassel führt. Unser erster Halt erfolgt nach 1,6 Kilometern an der Frankfurter Galluswarte. Die Station zählt einen Mittelbahnsteig. Kurz vor ihr befindet sich ein Gleiswechsel mit der Main-Weser-Bahn, der es ermöglicht, am oberen Hauptbahnhof startende Züge auf die S-Bahn-Gleise zu leiten. Unter der Station besteht Umsteigemöglichkeit auf die Straßenbahnlinien 11, 14 und 21. Der nächste Halt Frankfurt-Messe liegt nur 800 Meter von der Galluswarte entfernt. Auf diesem Abschnitt ähnelt die Streckenführung einer Hochbahn. Nach 4 Minuten seit dem Hauptbahnhof erreichen wir jetzt den Haltepunkt Frankfurt-Messe, der inmitten des Messegeländes liegt. Auch der nächste Halt Frankfurt West liegt nur 900 Meter entfernt. Da sich dort die S6 und die Main-Weser-Bahn von uns trennen, existiert ein großes Überwerfungsbauwerk, auf dem auch ein Teil des Bahnhofs liegt. Wir erheben uns daher jetzt im Hintergrund gut zu sehen der Frankfurter Messeturm. Der Bahnhof Frankfurt West teilt sich in zwei Bahnhofsteile auf. Im unteren Bereich liegen die Gleise der Main-Weser-Bahn nach Friedberg. Hier halten die Regionalbahnlinien 34, 40 und 41. Außerdem können vereinzelt Halte der Linien RE30, 98 und 99 oder der ICE-Linie 26 vorkommen. Ebenfalls im unteren Bereich, allerdings auf einem eigenen Gleis, hält die S6 statt einwärts. Alle anderen S-Bahnen halten im oberen Bahnhofsbereich, an denen sich das Überwerfungsbauwerk in Richtung Rödelheim unmittelbar anschließt. Die S6 statt auswärts nutzt dieses jedoch nicht, sondern fährt nach dem Bahnhof direkt wieder hinab zur Main-Weser-Bahn. S3, 4 und 5 nutzen es und damit fahren wir jetzt immer zu Minuten 0 und 30 bzw. im Viertelstundentakt auf 15 und 45 weiter. Nach der Überquerung aller zur Main-Weser-Bahn gehörenden Gleise geht es wieder hinab und es zweigt ein Gleis vom unteren Bahnhofsbereich ein, welches für Leerfahrten oder vereinzelte RB15er genutzt werden kann. Es ist jedoch an keines der Bahnsteiggleise in Frankfurt West angeschlossen. Links zweigt jetzt die Rebstockkurve vom Hauptbahnhof ein, auf der wie angesprochen die meisten RB15er und einzelne Leerfahrten verkehren. Unmittelbar danach überqueren wir den Fluss Nidda und wechseln damit in den Frankfurter Stadtteil Rödelheim. Der 3,3 Kilometer von Frankfurt West entfernt folgt der entsprechende Halt Frankfurt-Rödelheim.
Rödelheim ist ein dreigleisiger Bahnhof. Auf Gleis 1 fahren alle Züge stadtauswärts, die sich hinter dem Bahnhof dann niveaugleich auf die Strecken in Richtung Friedrichsdorf und Kronberg aufteilen. Gleis 2 und 3 dienen den stadteinwärts fahrenden Zügen, wobei Gleis 2 jenen Zügen der Homburger Bahn, also S5 und RB15, und Gleis 3 jenen der Kronberger Bahn, also S3 und 4, vorbehalten ist. Wir verlassen jetzt unseren letzten Halt in Frankfurt am Main. Über die hier jetzt auf der nicht zu sehenden Seite abzweigende Kronberger Bahn über Eschborn nach Kronberg mit Abzweigstrecke nach Bad Soden gibt es eine extra Dokumentation, die ihr in der Videobeschreibung finden könnt. Wir unterqueren jetzt die A66 und etwa einen Kilometer später überqueren wir eine Verbindungsstrecke der U- bzw. Straßenbahn Frankfurt zu deren Zentralwerkstatt. An dieser Stelle verlassen wir zudem das Frankfurter Stadtgebiet und überqueren die A5. In der Folge geht es jetzt mehrere Kilometer über freies Land, eingerahmt von den Städten Eschborn und Frankfurt, auf die eine sehr beeindruckende Sicht herrscht. Gleichzeitig verkehren wir von nun an stets bergauf dem Taunus entgegen. Erst nach 5,8 Kilometern seit Rödelheim halten wir das nächste Mal in Oberursel-Weißkirchen-Steinbach. Der Haltepunkt liegt exakt auf der Grenze zwischen der eigenständigen 10.000 Einwohner starken Stadt Steinbach, dem 4.800 Einwohner starken Oberurseler Stadtteil Weißkirchen und dem 5.300 Einwohner starken Oberurseler Stadtteil Stierstadt. Ein Kuriosum, das insbesondere in der früheren Geschichte aufgrund diversem Zuständigkeitsgerangel immer wieder zu diversen Anekdoten führte. Es existiert sogar ein Gericht Friedrich Stolzes, in dem unklar ist, wie und vor allem von wem ein Diebstahl der Bahnhofskasse bestraft werden soll. Heute stellt all das kein Problem mehr dar und der überwiegend von Steinbacher Einwohnern genutzte Halt kann von uns nach kurzem und problemlosem Aufenthalt verlassen werden. Wenn ein Viertelstundentakt gefahren wird, passieren wir in etwa hier einen Gegenzug. In nur 1,3 Kilometern Entfernung liegt seit 1998 bereits der nächste Halt im bereits erwähnten Oberurseler Stadtteil Stierstadt. Bei Erreichen des Haltepunktes Stierstadt sind wir seit dem Frankfurter Hauptbahnhof genau 15 Minuten unterwegs. Zu den Minuten 9 und 39 bzw. selbstverständlich auch wieder gegebenenfalls 24 und 54 geht es weiter. Während wir die letzten 7 Kilometer so gut wie nur geradeaus gefahren sind, wird der Streckenverlauf nun, da wir uns dem Taunus unweigerlich nähern, deutlich kurvenreicher. Nachdem wir einige Zeit durch Oberurseler Stadtgebiet gefahren sind, überqueren wir die Strecke der U3 der Frankfurter U-Bahn. Wenige hundert Meter später erreichen wir dann 1,6 Kilometer von Stierstadt entfernt den Halt Oberursel.
Am Mittelbahnsteig hält neben der S5 im Berufsverkehr auch die RB15. Außerdem besteht Umsteigemöglichkeit zur auf dem Bahnhofsvorplatz verkehrenden U3 der U-Bahn Frankfurt, die ihren Ausgangspunkt ironischerweise ebenfalls am Frankfurter Südbahnhof hat und nur eine Minute langsamer als die S-Bahn ist. Hinter dem Bahnhof Oberursel geht es für die U3 weiter durch die Oberurseler Innenstadt bis an den Stadtrand nach Hohemark. Auch über die U3 bzw. das gesamte Frankfurter U-Bahn-Netz gibt es ausführliche Dokumentationen auf meinem Kanal, die ihr mit Hilfe der Videobeschreibung erreichen könnt. Während unser Zug bereits aus Oberursel ausfährt, sei noch erwähnt, dass Oberursel 46.500 Einwohner zählt und wie die meisten Städte unmittelbar zwischen Frankfurt und dem Taunus für seine teuren und gehobenen Wohnlagen bekannt ist. Auf dem heute brachliegenden Gelände hinter dem Bahnhof bestand früher eine direkte Gleisverbindung mit der U-Bahn-Strecke. Seinerzeit wurden so die meisten U-Bahn-Triebwagen von der Produktionsstätte auf die Strecke gebracht, was heute alles per Tieflader auf der Straße passiert. Nach dem Verlassen von Oberursel geht es die nächsten Kilometer erst einmal wieder bergab Bad Homburg entgegen. Nach 3,7 Kilometern und 3 Minuten seit Oberursel bzw. 19 Kilometern und 21 Minuten seit dem Frankfurter Hauptbahnhof erreichen wir den Bahnhof Bad Homburg. Bad Homburg vor der Höhe zählt 54.000 Einwohner und ist nicht nur die Kreisstadt des Hochtaunuskreises, sondern auch ein anerkanntes Heilbad. Der einzige Bahnhof der Stadt zählt 4 Bahnsteiggleise mit den Gleisnummern 2 bis 5. Hier enden die S5 Kurzläufer und die allermeisten RB15er. Die dabei zugrunde liegende Gleisnutzung soll im Folgenden kurz erläutert werden. Zur Minute 30 erreicht eine endende S5 aus Frankfurt Süd den Bahnhof auf Gleis 5. Ebenfalls zur Minute 30 startet auf Gleis 2 eine S5 nach Frankfurt Süd. Meistens besteht dabei der Anschluss an eine 22 ankommende und 36 abfahrende RB15 nach Gräfenwiesbach oder Brandoberndorf. Vormittags, wenn die meisten Fahrgäste stadteinwärts unterwegs sind, hält dieser Zug auf Gleis 4. Nachmittags, wenn die meisten Fahrgäste schon auswärts unterwegs sind, auf Gleis 3, sodass immer in der Hauptrichtung ein bahnsteiggleicher Umstieg besteht. Nach diesem Treffen bleibt der auf Gleis 5 angekommene Zug stehen und fährt erst eine halbe Stunde später wieder zurück. Eine Viertelstunde später, also zur Minute 45, treffen sich dann erneut 2 S5er, bei denen es sich aber diesmal um Langläufer nach Friedrichsdorf handelt. Sie nutzen die Gleise 3 und 4. Manchmal steht auch dann Anschluss an eine RB15, ihr bleibt dann nur Gleis 2. Eine Viertelstunde später beginnt und endet dann wieder der S5 Kurzläufer. In diesem Fall, bei dem der startende Zug von Gleis 5 und der endende von Gleis 2 verkehrt, besteht allerdings in der Bahnhofsausfahrt immer ein Kreuzungskonflikt. Deshalb fährt der beginnende Zug immer bereits eine Minute früher, also 59, ab und der endende Zug kommt 3 Minuten später, also erst 3 nach an. Für die Anschluss-RB15 gelten dieselben Regeln wie auch eine halbe Stunde zuvor, sodass diese vormittags meist von Gleis 4 und nachmittags meist von Gleis 3 verkehrt. Eine Viertelstunde später treffen sich dann wieder 2 Langläufer, bei einer möglichen Anschluss-RB15 dann nur Gleis 5 bleibt. Ab dann wiederholt sich das Spiel, bei dem, ihr ahnt es sicher schon, aber noch einige Abweichungen vorkommen können, insbesondere in den Stunden, in denen die RB15 bis Frankfurt verlängert ist. Außerdem besteht natürlich nicht immer 4-mal pro Stunde eine Anschlusssituation. Genug zum Bahnhof Bad Homburg. Wir fahren jetzt mit einer hier nicht endenden S-Bahn zu den Minuten 15 und 45 weiter.
Nach etwa einem Kilometer fahren wir unmittelbar am U-Bahn-Endbahnhof Bad Homburg-Gonsenheim, an dem die U2 der U-Bahn Frankfurt endet, vorbei. Seit Anbeginn beider Strecken gibt es Diskussionen rund um eine Verknüpfung beider Strecken. Aktuell ist geplant, die U-Bahn zum Teil unterirdisch bis zum Bad Homburger Bahnhof zu verlängern. Es geht jetzt wieder hinauf in Richtung Friedrichsdorf. Nach 3,7 Kilometern seit Bad Homburg erreichen wir unseren letzten Zwischenhalt Säulberg. Säulberg ist der südlichste und damit gleichzeitig niedrigste Stadtteil Friedrichsdorf und zählt knapp 8000 Einwohner. Neben der S5 hängt hier wie anfangs erwähnt ein Teil der RB15 an. Weiter geht's. Bitte steigen Sie alle aus, der Zug endet dort. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Kilometer später nähern wir uns an unserem Ziel- und Endbahnhof Friedrichsdorf, den wir nach 24 Kilometern und 27 Minuten seit Frankfurt Hauptbahnhof beziehungsweise 29 Kilometern und 39 Minuten seit Frankfurt Süd erreichen. Die Stadt Friedrichsdorf zählt 25.000 Einwohner. Ihr Bahnhof zählt 4 Bahnsteiggleise, wobei das nur in Richtung Hochtaunus nutzbare Stumpfgleis 1 außer als Abstellmöglichkeit keine Verwendung mehr besitzt. Die anderen Gleise 2 sowie 4 und 5 werden rege genutzt. Auf Gleis 5 wendet immer die S-Bahn. Gleis 4 ist der RB16 vorbehalten, die von hier aus stündlich in den Stoßzeiten halbstündlich nach Friedberg verkehrt. Aufgrund der sehr asymmetrischen und wochentags unterschiedlichen Abfahrts- und Ankunftszeiten der RB16 bestehen immer wieder unterschiedliche Anschlussbeziehungen zwischen den einzelnen Linien, die hier nicht weiter ausgeführt werden sollen. Des Weiteren halten hier selbstverständlich auch alle Züge der RB15. Sie nutzen zwar bevorzugt Gleis 2, sind aber auch regelmäßig auf Gleis 4 oder 5 anzutreffen, nicht zuletzt, da die RB15 hier im Berufsverkehr auch zu Kreuzungen durchführt. Sie verkehrt von hier aus weiter in den Hochtaunus bis Brandoberndorf. Über diese Strecke erfahrt ihr in der nächsten Dokumentation mehr, die dann rechtzeitig in der Videobeschreibung verlinkt wird. Für unsere S5 geht es nach 18-minütiger Wendezeit zu den Minuten 8 und 38 wieder zurück in Frankfurt. Und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle, hoffe es hat euch gefallen und sage vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal.